Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdotten, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Zu Let's Play VVVVVV. Oder wie man es auf Englisch ausspricht, Wii. Ja, ein kleines Retro-ähnliches, also im Stil eines Retro-Games. Also hat so ältere Grafiken, sieht ein bisschen alt aus. Könnte manche meinen. Der klassische Gaming-Stil, so Pixel-Avatare und so weiter. Kleine Epilepsie-Warnung hier, bevor es losgeht. Das Spiel hat blinkende Lichter und blinkende, bunte Farben und so weiter. Also wenn ihr darunter leidet, hier vielleicht mal abschalten an diesem Punkt. Und ja, ansonsten viel Spaß euch jetzt. Wir starten ein neues Spiel. Let's go, wir starten ein neues Game. Wir starten ein neues Spiel, weil ich das schon mal gespielt habe. Ist jetzt sehr tragisch. Ich hoffe, das klappt diesmal besser. Beim ersten Mal war mein Mikro ein bisschen zu leise eingestellt und man hat mich nicht gehört. Ich hoffe, dass ich muss das jetzt nicht nochmal. Start a new game. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Die Musik ist ziemlich laut. Oh. Is everything okay? No. We've hit some kind of interference. Something swung it weren't going to crash. I'm great. Oh no, everyone. This shouldn't happen. Alle werden evakuiert. Alle rennen raus aus dem. Phew. That was scary. At least we are all escaped, right, guys? Guys. Und da ist er alleine. Alleine sind wir hier in unserem Bereich. Alle sind entkommen, aber irgendwie sind wir verteilt worden über das Raumschiff. Und die Musik spielt laut im Hintergrund. Die kann man leider auch nicht in der Lautstärke verstellen. Und mit W ist die Stellung hier. Und mit der Leertaste oder mit V. Bewegen wir uns hoch und runter. Deshalb heißt das Spiel wahrscheinlich auch VVVVVVV. Weil wir VVVVVVV drücken. So einfach ist das. Ja. Auf geht's. In den Abenteuer. Versuchen wir die anderen zu retten. Versuchen wir das Abenteuer zu bestehen. So. I wonder why the ship teleported me here alone. I hope everyone else do out okay. Der Spielsound ist halt wirklich ein bisschen laut. Komm mal ein bisschen näher ran ans Mikro, dann hört man mich vielleicht besser. Ist halt wirklich ziemlich heftig laut. Ist halt nervig laut. Das kann man leider auch nur. Ich kann das nur auf meinen Kopfhörer leiser stellen. Für mich würde das leider laut genug bleiben. Sekunde, ich muss das gerade auf meinen Kopfhörern wirklich leiser stellen. Für mich bleibt das leider gleich laut. Eine Aufnahme. Gehe davon aus, dass es gleich laut bleibt. Da klingelt mein Wecker. Sehr unangenehm. Ja. Ich mache das erste Level hier nochmal mit euch durch. Es ist. Ja. Help, can anyone hear me? Violet, is that you? Captain, you are okay. Something has gone horrible wrong with the ship's teleporter. I think everyone has been teleported away randomly. They could be anywhere. Oh no. I'm on the ship. It's damaged badly, but it's still intact. Where are you, Captain? I'm on some sort of space station. It seems pretty modern. There seems to be some sort of interference in this dimension. Da haben wir die Karte bekommen. I'm broadcasting the coordinates of the ship to you now. I can't teleport you back, but
If you can find a teleporter anywhere nearby, you should be able to teleport back to me. Okay, da ist Lina und wir sind im gelben Bereich. Okay, I'll try to find one. Good luck, Captain. I keep trying to find the rest of the crew. Ja, da wird uns unsere Aufgabe auch nochmal erklärt. Dann wäre die klassische Aufgabe, unsere Crewmitglieder zu finden. Und jetzt erstmal Violett zu retten. Den Teleporter zu finden, um zu Violett zu kommen. Gut, wenn man hier fehlt, wird man halt ganz klassisch am Anfang zum letzten Checkpoint zurückgesetzt, am Anfang des Raums. Später werden die Checkpoints wahrscheinlich noch ein bisschen unfairer werden. Momentan sind sie relativ günstig verteilt, also kann man sich nicht beschweren. Momentan sind sie noch relativ harmlos. Oh, I wonder what that is. I probably don't really need it, but it might be nice to take it back to the ship to study. Ja, hier werde ich jetzt wieder einige Male fehlen. Wie gesagt, das erste Level habe ich schon mal so gespielt, habe ich schon mal aufgenommen. Ich habe schon eine Aufnahme, deshalb kenne ich das schon ein bisschen. Ich werde trotzdem massiv fehlen. Ein Let's Fail hier sozusagen. Wenn ihr so wollt. Also hier muss man hier mit, hier muss man nur oben mal dran springen. Ja, ihr werdet mich hier öfters mal fehlen sehen. Die Parts werden hier wahrscheinlich auch kürzer sein. Nach diesem Level, wenn ich das geschafft habe, erstmal den Part beenden. Manchmal wird es auch gut sein, wenn wir dann kürzere Levels machen, weil es wird hier durchaus mal ein Rage gehen werden. Wenn wir an einer Stelle zu oft sterben. Ihr kennt meine Mario Jump'n'Run Skills. Hoffentlich. Einige Mario Jump Runs gespielt. Es wird hier um einiges schlimmer sein. Wird hier um einiges häufiger fehlen. Ein Death Counter gibt es hier nicht. Ihr könnt ja gerne mal mitzählen und es in die Kommentare schreiben. Wir werden bestimmt irgendwann in einem größeren Level, in einem späteren Level am Ende des Spiels werden wir. Wir werden die Tausender-Marke, wir werden vierstellig werden, wir werden im oberen dreistelligen Bereich oder im unteren vierstelligen Bereich, das ist also, wir werden hier so oft fehlen. Wird hier bestimmt auch den ein oder anderen Rage-Quit geben im Spiel. Wenn man dann hier kurz vor Ende stirbt, das ist dann natürlich äußerst schmerzhaft. Ich tue es mir an, um es euch zu zeigen. Ich hoffe, euch gefällt's. Nee, beim Fehlen zuzuschauen. Ich hoffe, da könnt ihr irgendwie mitfiebern und mitleiden und euch auch mitfreuen, wenn ich mal was schaffe. Ich mache das Spaß, das hoffe ich sehr. Entschuldigt mein Englisch, wenn ich hier beim Texte vorlesen und Dialoge vorlesen ein bisschen auch fehle. Mein Schulenglisch ist ein bisschen schlecht. War schlechter Englischschüler. Ist nicht der Hero von Zack. Ich gebe mein Bestes, aber naja. Wer Pokémon Uranium auf meinem Kanal gesehen hat, habe ich auch ein Let's Play zugemacht. Der ist das Übel schon gewohnt. Okay, geschafft. Congratulations, you have found a shiny ticket. Trinket. One of 20. One of 20. Ja, schön. Das heißt, wir müssen 20 weitere sammeln. Oh, jetzt werden wir zurückgesetzt. Sehr schön. Dann müssen wir nicht nochmal zurück. Das Ticket, das Trinket haben wir ja jetzt. Wie RSD laufen. Ach, mit W und S kann man auch. Also mit W und mit A und D kann man von nach links und rechts laufen. Und mit W, S, Space und V kann man
hoch und runter. Ich benutze V. Das Spiel heißt ja auch V. Drei Vs. V. Lustiger Name. Auch ein lustiges Spiel. Wenn man es mag. Hat durchaus auch Rage-Charakter. Die Levels werden halt im zweiten und dritten, vierten Level bestimmt auch um einiges schwerer. Die halt noch relativ leicht. Obwohl ich auch hier einigermaßen fehle. Es bleibt nicht aus. Auch im ersten Level sind ja schon ein paar Schwierigkeiten dran. Ja, ich weiß hier schon, wo ich hin muss, nämlich dort in die Mitte. Habe ich schon einmal gespielt. Da muss ich runter. Ich hätte euch gerne die erste Aufnahme blind gezeigt, wo ich das blind gespielt habe. Dann kommt man runter. Ich war da echt zu leise. Die Musik zu laut. Das Mikro war zu leise eingestellt. So. Da müssen wir relativ mittig runterfallen. Erstmal hier ausweichen. Hier noch einiger Face kosten. Jetzt zurück genauso. Oh Mann. Es wird später noch spaßig. Es sind komplizierte Sachen, die Haken gibt. Wo man hier ganz bald losfliegen muss. So, drüben Checkpoint. Sehr schön. If you prefer, you can up or. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ja. Blöcke auflösen. Ein Geist. Lacht schön, wenn wir hier sterben. Lacht uns aus hier. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Wir spielen dieses kleine Männchen hier und unsere Mission ist, die Teleporter zu finden und die Crewmitglieder zu retten. Ein Teleporter. Can get back to the ship with this. Game saved. Press Enter to teleport. Das tun wir. Dann werden wir teleportiert. Oh, das Violett. Hallöchen. Captain. Level complete. Du hast erst Level geschafft. We have rescued a crew member. Four remain. Vier weitere müssen wir retten. Insgesamt sind 6 Crewmitglieder, wie es aussieht. Press Action to continue. Aber für diesen heutigen Part soll es das gewesen sein. Da mich nach oben so zu euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und wir machen im nächsten Part mit Level 2 weiter. Die Parts werden dann auch irgendwann länger werden, wenn wir Stunden für den einen Level brauchen. Dann kann ich das in jeweils halbe Stunde Parts und so weiter. Das ist, ja, das erste Level ist jetzt relativ kurz. Und jetzt mache ich auch eine Pause, Aufnahmepause und. Ja, vielleicht spiele ich auch gleich weiter, aber ich unterteile das jetzt hier erstmal in diese Levels. Ich mache jetzt erstmal Schluss für diesen Part. Ich glaube, ich nach oben sollte es euch gefallen haben, dieser erste Eindruck von diesem Spiel, dieser erste Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Part von VVV nicht verpassen wollt. Oder wie. Ich werde es auf Deutsch aussprechen, VVV, das klingt lustiger. Ja, kommt bald der nächste Part. Habt ihr noch einen angenehmen, fröstlichen Tag und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao.